Kommissar Heinz Florentin von der Frankfurter Mordkommission liest zwar täglich die Zeitungen und erfährt so auch von den Vorfällen in London, Rotterdam und Lüneburg, aber er überliest die Meldungen, während er sich doch mit wesentlich Wichtigerem beschäftigt. Er hat einen Mordfall zu klären, oder besser drei Mordfälle, denn dreimal wurde die Leiche des Physikers Dr. Ortwin Xaver Üllard aufgefunden. Nach vielem ergebnislosen Bemühen stößt Kommissar Florentin endlich auf eine heiße Spur, nämlich auf die Spur des Strickwarenvertreters Bernhard Moll, der Dr. Üllard 2 Tage vor seiner ersten Ermordung in einer stillgelegten Wassermühle besucht hat. Er fuhr einen braunen 12M-Kombi. Eben jenen Wagen entdeckten Kommissar Florentin und sein Assistent Schreiber in einer einsam gelegenen Waldlichtung.